So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und das heißt Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Los geht es. Wir wollen natürlich jetzt weitermachen hier und weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Spieltag Nummer 12 steht jetzt uns an, nach der letzten Niederlage in der Liga und jetzt gerade diesen knappen 4:3 noch gegen den FC Heidenheim wollen wir natürlich, ja, definitiv weitermachen. Unsere Ziele sind gefährdet, sagt er mir gerade. Zu zielen. Ja, 12 Millionen, das ist es halt. Und ich habe eigentlich vor kurzem erst dann machen wir das nämlich jetzt anders. Dann gehe ich mir mal kurz in die Jugend, in die Jugendarbeit. Oder in den Jugendstab, mal gucken, ob ich noch ein Talent habe. Was machen wir denn hier? Manager bearbeiten? Nee. So, warte mal, da ist halt auch irgendwas. Zielverlauf. Mannschaft. War da nicht irgendwo. Wie sehe ich das denn gerade? Hat es nichts mehr. Ach hier, Jugendakademie. So, zum Profi befördern möchte ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch zum Profi. Ich werde die jetzt alle zum Profi holen. So. Und dann kann ich die nämlich schön verticken. Kerem Çalhanoğlu. Ja, der ist ja, ist ja ausgeliehen. Hatte man es auch tatsächlich jetzt vor kurzem mit Bundesliga-Debüt gefeiert. So. Gut. Dann gucken wir mal rein. Transfer. Ich muss gerade gucken. Ja. Coutinho, Mercan. Vlahovic. Machal. Ich gebe die mal kurz alle erstmal Richtung Transferliste ab. So. Gut. Dann geht's jetzt weiter mit dem Spiel gegen St. Pauli. Halt, wir haben noch die Pressekonferenz, die möchte ich gerne noch. Die wollte noch, oder möchte mir natürlich noch mitnehmen. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. So, jetzt muss ich gut gehen, weiter solche Leistungen zu zeigen. Ja, klar, die Mannschaft ist weiter gefragt. So, gehen Sie mit einer solchen Strategie. Alle werden 100% geben, ganz einfach. Wir wollen natürlich das Ding weiter nach Hause bringen. So, wir sind dabei. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank. Ja, in erster Linie bin ich erstmal froh, dass wir überhaupt im Pokal in der nächsten Runde sind. Mehr ist egal wie letztendlich. So, jetzt geht's weiter in der Liga. Da haben wir momentan noch einen Vorsprung von 4 Zählern auf Union. So, und Amate, der ist ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise nicht angeschlagen. Der ist ein bisschen müde, der macht und tut und hat und kann. Und ja, und deswegen wird Ludewig heute von Beginn an reingehen. Und Richter wird für Krüger heute beginnen. Weil der auch im letzten Spiel, ja, unter anderem halt auch das Gegentor vor der Ecke verursacht hat. Der ist da einfach nicht in den Zweikampf gekommen. Und ich denke, das versuchen wir heute einfach mal ein bisschen einzudämmen. Und ich versuche mal, ob ich mit Richter da die richtige Wahl treffen kann. Einfach mal ein bisschen rotieren. So,
So, dauert jetzt einen kleinen Moment, genau. Das offensivstärkste Team gegen die beste Abwehr. Ach, Wir eigentlich zeigen Sie falsch. denn live. Bleiben Sie dran. Warte dort auf Sie. Naja. Frau Beate Kuhn, vielen Dank. So gesagt, nächstes Spiel ist gegen den FC St. Pauli. Der Tabellenachte, der muss hier oder will hier natürlich gewinnen, um den Schritt hoch zu machen. Und wir wollen es natürlich verhindern und wollen natürlich oben wegbleiben. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute freuen wir uns auf eine Halloween-Party. Schalke 04 gegen FC St. Pauli. Ja, hoffentlich kein Gruselkick. Das passt perfekt zusammen. Es ist wieder soweit. Wir freuen uns drauf. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit der besten Abwehr. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Alexander Dragovic, die Nummer 20. Sehr Kolasinac, die Nummer 5. Burgstaller, unser ehemaliger. Ja, Terodde, der Pokalheld, eingewechselt, zwei Buden gemacht. Nach 70 Minuten habe ich ihn gebracht und dann hat er auch noch die zwei Siegtreffer als Siegtore gemacht. Aufstellung von Schalke 04. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Genau so ist es. Und da haben wir die Startformation. So, das ist St. Pauli. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. So, das ist eben der FC St. Pauli. So, auf geht's. Spiel läuft. Schalke 04 mit dem Anstoß. Der Tabellenführer gegen den Tabellenachten. In der dritten Liga war es ein Topspiel. Da ging es ja gegen die St. Pauli ging um die Torjägerkanone, die hat sich dann Kubilanski entschieden. Marco Richter. Richter. Ja, der gut spielt. Und Pfosten. Und drüber. Gut aufgepasst. Und der Ball geht knapp über die Latte. Oh, ist das schade. Der geht sogar noch drüber. Da hat Kubilanski ein bisschen Rückennagel gehabt, dann hätte er da eigentlich durchaus machen können. Das wäre nach 6 Minuten schon die frühe Führung gewesen. Aber der liebe Fußballgott sagt, ne, den macht ihr mal nicht. Knoll. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Ja, den hat er gut abgepasst. Aber den Fehlpass danach direkt gespielt. Kein Foul spielt De Rosun. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Warte mal kurz. Tor! Wir haben gerade einen Tor noch gehabt, aber hier erstmal die Führung für den FC Schalke gegen den FC St. Pauli 1-0. So, 12. Saisontor. Wien an Spieltag Nummer 12. Mal gucken, was mit ihm wird. Also, 15. Minute 1-0. So, leider ist natürlich jetzt untergegangen, wie das. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gehe mal kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Fürth.
Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Und wir kriegen es wieder nicht mit. Noch ist die Chance. Na, leider nicht. Auf jeden Fall ein Tor für Fürth. Ich weiß nur leider nicht, wie sie gegen wen sie spielen. Burgstaller. Ah, kein Abseits. Wichtige Aktion. Daschner, Dragovic dran. Glück gehabt. Die Grätsche geht dahin, wohin kommt. Kobylanski. Kein Abseits übrigens. Kein Abseits, Richter. Gute Chance. Schön. Ah, zu. Da kommt der Pass auf außen. Da können sie klären. Und nicht das nächste. Die nächste Riesenchance auf das nächste Tor. Becker. Kerry. Holt sich den Ball wieder, spielt dann auf Ozada, der jetzt mal versucht, ein bisschen was zu machen. Die Flanke ist da. Und Ludewig schnupft die mal kurz eben. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Holstein Kiel. Holstein Kiel. Der neue Spielstand damit 1:1. 33 Minuten sind gespielt. Gefährliches Tor. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Marco Richter. 2:0. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja. 35. Der Rosun, der den Verteidiger eindreht und dann nur querlegen muss. Die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin. Und mit rechts angenommen, mit rechts rumgezogen und dann rein ins Glück. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ja, aber so stand es auch gegen Heidenheim. Ja, und da wird es aber doch nochmal eine knappe Partie. McKennie jetzt. Terodde. Ja, den kommt da noch. Kommt er den noch durch? Ja, den. Kommt da durch. Der kommt da durch. Terodde und fast McKennie, der nur den Fuß hier rein und nimmt. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Ja, hat sein Tor gemacht bisher. Der Ball kommt rein. Eine weitere Ecke. So, Ecke kommt nochmal. Versuchen wir es noch mit einer. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht das. Simon Terodde. Statisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Direkt nachgelegt. 43. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht und dann geht's kaum besser. Na, wir hatten die Flanke da jetzt gerade gegeben. Kobylanski kann das. Der Keeper kann nur zuschauen. Hier nochmal dieser Treffer. Bumm. Ah, es dürfte Kobylanski gewesen sein, der den Ball rübergelegt hat. Sein 19. Saisontor auch schon. Hier, wie gesagt, am 13. Spieltag. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Schöner Steilpass. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Ja, Ball geht durch. De Rosso, der war außen, jetzt nochmal was versucht. Oh, und hier verhindert das Lattenkreuz das 4:0. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Das war eine einseitige Geschichte bislang, oder Buschi? Kann man so sagen. Sie liegen klar vorne und wenn sie so weiterspielen, dann brennt nichts mehr an. Jo, Bochum Fürth 0-1 tatsächlich. Das war das Tor für Fürth und Gelauer auch ebenfalls unentschieden 1:1 und hier steht's 3:0. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. So, zweite Halbzeit läuft. Mal gucken, was St. Pauli hier noch auf die Reihe bekommt.
Momentan führen wir mit 3-0. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Kein Foul. Kobylanski. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja. McKennie. Und den Ball hat er. Und der ist nicht drin. Na, ja, der war noch dran und es gibt sogar Abstoß. Immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Super dazwischen gegangen. Gut, Kammer 8, der Ball. Guter Vorstoß, kann was werden. McKennie. Es gibt nämlich Ecke. Und das gibt Eckball. Der Rodde war es übrigens, der die Ecke da rausholt. Sehen wir hier nochmal. Jetzt der Eckball. So, die Ecke kommt. Erstmal geklärt. No, also nicht die Ecke, sondern die Flanke kommt. Sie bringen den Ball. Und Ballverlust hier vorne in der Vorwärtsbewegung. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das macht er gut. Gut, einmal nach außen. Jetzt könnte er flanken. Und die Balleroberung, wichtig. Ja, gut geholt. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ah, das war ein bisschen schlecht gemacht von Richter. Der wollte da nämlich durch. Kommt da nicht vorbei. Also dann Pauli probiert es nochmal. Zieht erstmal den Linksverteidiger raus. Und da ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Kein Schutz, keine Flanke, kein gar nichts. Sondern Abstoß Sie kommt damit raus. Doppelwechsel vor. So, Pauli hat jetzt gewechselt gerade. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Aue. Aue führt gegen Kiel. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Oh, okay, ich dachte, der wäre in der Ecke gewesen, dass da noch einer dran war. Nein, der Ball war aber irgendwo schon im Aus. Schade. Jetzt haben wir Richter. Mama, der versucht gerade nochmal was. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ja, keiner kommt mit. Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt steht immer nur noch 3-0, ne? Es ist immer noch der Halbzeitstand. Jetzt versuchen sie es. Jetzt haben sie mal vielleicht ein bisschen Platz. Richter. Und wieder passt Pauli da hinten auf, der. Gut den Ball angenommen, schön im Bedrängnis. Ja, gut gelöst. Da jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie was versuchen. Richter, der mit Tempo vorbeigeht und drüber hin auf eine Ecke rausholt. 80. Minute, noch kein Tor in der zweiten Halbzeit gefallen. Ändert sich jetzt Mustafi. 3-0, 4-0. Sorry. Jede Wiederholung dieses Kopfballtreffers macht das technisch brillant. Jede Menge Wucht hinter dem Ball. Super, ja. Setzt sich durch, ja, gegen Gott Carstens war es, der 27er. Jedenfalls. Danke an die Regie. Da hat für den Keeper da keine Chance. Und jetzt hier 4-0. Und für ihn ist es sein erstes Tor. So, dann geht es jetzt erstmal wieder an einem kleinen, gibt es ein paar Wechsel jetzt. Wir haben ja rund 80 Minuten gespielt. So, dann wechsle ich jetzt mal kurz durch. Genau, 81. Minute war es. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Es gibt einen Wechsel. Es gibt nicht nur einen, es gibt sogar drei. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Und das ist der Ballverlust. Ja, den verliert auch St. Pauli, den Ball irgendwie bitter. Die Gäste werden einen frischen Ball sehen. Schade. Nicht mehr dabei.
Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für Fürth. Der neue Spielstand heißt 0. Boah, das könnte was werden. Kein Tor. Die Chance da. Ja, daher. Versuch mal, den nochmal wie reinzudrücken. Das war vom Timing nichts. Ja, vielleicht doch. Nein, doch nicht. Abgeblockt. Beziehungsweise abgeblockt, abgelaufen. Ja, ja, es ist hier vorbei. Ich meine, ein Tor in der zweiten Halbzeit gewesen. Auch bei diesem und dann ist es 4-0. Offensiv wieder überragend agiert. Da kann selbst die beste Defensive nicht mithalten. Sonst ist es bei Ihnen eher die Offensive, die für die Highlights sorgt. Aber heute standen Sie auch defensiv klasse. Kein Gegentor, Heimsieg, 3 Punkte, passt. Ja, 4-0. Endlich mal wieder 1-0. Sapoli hatte, glaube ich, nicht eine wirkliche Torchance im gesamten Spiel. Und es waren noch Chancen mehr da, um das Ding noch höher zu gestalten. Ja, passt auf jeden Fall. 4-0. Ich glaube, so ähnlich haben wir auch in der zweiten Liga, in der dritten Liga gegen sie gespielt. Und da passt das auf jeden Fall. Ja, 19-0. Absolut hochverdient. Das Ding kannst du nicht aus. Also, Fürth gewinnt 2-0 in Bochum und Aue gewinnt 2-1 in Kiel. Und wir gewinnen 4-0 gegen den FC St. Pauli. Und im nächsten Spiel geht es dann weiter gegen Servette Genf. Das machen wir dann in der nächsten Folge.